Hallihallo, meine Freunde, und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Survival World. Zuerst einmal, jetzt, also ich habe die Statistiken ausgewertet und der Termin für unser erstes Community-Projekt-Treffen steht fest, und zwar wird es sein diesen Freitag und zwar um 18 Uhr. Ich hoffe, ihr habt da alle Zeit, alle, die mitmachen wollen. Wenn nicht, dann schreibt es nochmal in die Kommentare, dann werde ich mich mal auf Teamspeak oder sowas mit jemandem treffen. Ansonsten, das Treffen wird auf Skype stattfinden. Das heißt, alle, die mitmachen wollen, schreiben mir mal bitte in die Kommentare oder als personelle Message, also PN, mal ihren Skype-Namen, damit ich sie adden kann und werden so eine Konferenz dort machen können. So, also Freitag, diesen Freitag um 18 Uhr. Dann werde ich euch auf dem Server whitelisten und dann können wir beginnen. Aber bevor ich jetzt euch zeige, was ich gemacht habe in Vorbereitung wieder, noch eine Sache, die hat mir gestern Abend Bedenken bereitet und ich wusste jetzt nicht so richtig, hat mich ganz schön verunsichert. Und zwar von Eurosonic HD. Er hat mir einen Kommentar geschrieben, wird jetzt eingeblendet, voll die Aussage-Nachmache. Wegen der Sache mit dem Perimeter, was ich bauen wollte. Ja, also, Yossa 100 ist ein YouTuber, wer ihn nicht kennt, der macht richtig geniale automatische Farmen und so. Meine ganzen automatischen Farmen basieren, also die ich so gebaut habe, basieren größtenteils auf seinen Designs. Und von ihm habe ich dann auch die Idee mit dem Perimeter in diese Welt zu bauen. So, aber ich würde es nicht als Nachmache bezeichnen, denn folgendes, bevor Yossa das gebaut hat, gab es schon viele andere YouTuber. Ich habe es nämlich bei einem YouTuber gesehen, schon vor Yossa, aber es gab halt kein Tutorial dazu. Er hat es halt so ein bisschen als Zeitrafferaufnahme gemacht und ich war total fasziniert davon. Das war in den ersten Tagen, in denen ich Minecraft gespielt habe, habe ich diese ganzen Funktionalitäten da noch überhaupt nicht verstanden. Und da dachte ich so, das will ich auch unbedingt mal bauen. Aber es gab überall nur englische Tutorials dazu und das habe ich alles nicht verstanden. Und dann kommt Yossa und als einziger deutscher YouTuber hat er mal so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Und da war ich so gehypt davon, ich wollte es unbedingt auch mal machen, dass ich gesagt habe, hey, warum sollte ich es denn nicht auch mal machen? Und er hat es als Community-Projekt gemacht, aber es war halt nicht ein Projekt, was er nur mit seiner Community gemacht hat. Es war die Community vom kompletten Server. Und es war auch nicht seine Idee. Er hat auch nur mitgebaut. Und darum bin ich eigentlich eher der Meinung, dass es nicht eine Nachmache ist, denn Minecraft bietet zwar sehr viele Möglichkeiten, aber bloß weil ich jetzt diese Eisenfarm gebaut habe und eine andere YouTuber, die auch gebaut hat, ist das deswegen doch keine Nachmache. Und so ein Perimeter ist ja im Grunde genommen genau das, eine riesengroße Farm. Und deswegen ja, ich hoffe, du siehst es nicht so schlimm und siehst es nicht so, dass ich das nachmache von ihm. Ich finde es nur richtig cool, wie die das umgesetzt haben. Und einerseits ist es was, was ich auch gerne unbedingt mal ausprobieren würde, was ich unbedingt mal machen würde. Und andererseits, ja, ich würde auch gerne mal mit meiner Community zusammenspielen. Und das ist doch die perfekte Chance dazu. Ansonsten weiß ich nicht, was ich sonst so machen würde. Und ich habe ja auch, ich sage nach jeder Folge, wenn ihr noch Ideen habt, wenn ihr Vorschläge habt, was ich mal bauen soll, ich spiele gerne nach Wünschen. Wenn ihr sagt, spiel mal Master Builders, dann spiele ich auch gerne Master Builders. Oder, ja, ihr versteht, was ich meine. Und wenn niemand was schreibt, dann mache ich halt was, was mir gefällt. Und ob das jetzt schon ein YouTuber gemacht hat oder nicht, das ist dann halt eine andere Sache. Naja gut, aber ich hoffe, das ist jetzt geklärt. Es war natürlich wieder sehr langweilig, ich habe nur gequatscht. Aber jetzt zeige ich euch, was ich getan habe. Ich habe auf jede meiner Spitzhacken, also dieser Spitzhacken Mending gepackt. Das heißt, von meinen 39 Smaragdblöcken sind jetzt noch 17 übrig. Ansonsten habe ich sehr viele Fackeln gecraftet. Mein kompletter Kohlevorrat da oben ist aufgebraucht. Hier, da. Und unten aus den Kisten musste ich auch noch aus der Reserve was holen. Und dann habe ich übrigens
Auch nochmal zu Thema Yosa 100. Kanal ist übrigens in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch das da mal angucken wollt. Unter sein neuestes Video gefragt, ob er mir mal erklären kann, wie man den Perimeter baut. Denn vielleicht gibt es ein paar Sachen, die ich da auch noch nicht so mitbekommen habe. Aber man muss auf jeden Fall die Spawn-Chance komplett ausleuchten. Und damit habe ich schon mal begonnen. Das wird dann auch etwas sein, was im Community-Projekt mitgemacht wird. Das heißt, von hier aus muss man 16 Chunks in jede Richtung gehen und dann alles ausleuchten. Dadurch wird halt gemacht, dass die Spawn-Chunks, die immer geladen sind. Ha, ich habe mich selbst getroffen. Die Spawn-Chunks, die immer geladen sind, keine Möglichkeit für Monster bieten, getroffen zu werden. Und das finde ich halt sehr. Also, da ist eine ganz schöne Arbeit. Ihr seht ja das da drüben. Und ich habe jetzt die Umrandung gebaut. Das heißt, man muss dann immer nur vom Spawnpunkt ausgehen und dann beginnen auszuleuchten. Ja, ansonsten, es gibt jetzt nicht mehr so viel, was ich in dieser Folge noch machen oder sagen kann. Der größte Teil ist schon gesagt. Die Folge wird nicht so lang werden. Und bitte, Leute, nicht vergessen, das reinzuschreiben, denn ansonsten kann ich euch auch nicht weiterhelfen, wenn ihr nicht da seid, wenn wir dann die Skype-Konferenz machen. Also bitte schreibt es jetzt in die Kommentare. Für die Leute, die jetzt das Video. Oh, hier liegt noch eine Schiene von meiner Villager-Transportion. Von meinem Villager-Transport. Ja, für die Leute, die nicht mitmachen, war das Video vermutlich sehr langweilig. Also bitte keine negative Bewertung da lassen. Sowas muss halt auch mal sein. Organisatorisches. Und tja, ich hoffe, wir sehen uns dann in meinem Projekt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da wird es was Spannendes geben. Bis dann. Ciao, ciao.